Hier ist Putins Einberufung. Gib es her. Mach keinen Scheiß. Nur Fotzen an die Front, Meister. Auch Transen wie ich dürfen an die Scheißfront. Ja, dann ist das halt ein Scheißfehler. Da, Unterschrift. War Putin wieder voll auf Drogen? Der bringt sich selbst ins Grab, das Arsch. Ich will mich damit gleich totsaufen gehen. Ich wollte mich damit abschießen jetzt. Und wer geht dann an die Front? Ich gehe an die Front. Ich blase auch keine Pimmel, bis sie wegbluten. Ich kann das. Oh ja, das ist meine kleine Tochter. So versaut wie ihr alter Transenpapa. Nur Sperma, schluck die keins. Doch meins hat die schon geschluckt. Letzte Woche Montag. Lecker. Aber in der Einberufung, da steht noch was. Mindestens ein Nazi-Bastard-Ukrainer muss eine einberufenen Fotze ein Kind machen. Jede Fotze im Krieg verpflichtet sich dazu. Jetzt kommt's. Von einem Nazi-Ukrainer in den Arsch gefiegt zu werden. Ich glaube, das ist nur was für mich, nicht euch? Also wirklich? Denkt dieser Scheiß-Hurensohn Putin wirklich? Es geht im Krieg nur um Ärsche und Muschis ficken, vergewaltigen, Schwänze lutschen, Sperma schlucken und sonst um nix? Also es geht sich ja um das Ausrotten der notgeilen und fickwilligen Nymphomanen Ukrainer, indem unsere Fotzen die tot ficken. Wir sollen unsere Fotzen und Ärsche hinhalten, nur für Putin! Nein, wir müssen das jetzt gar nicht machen! Ich verzichte auf meinen Arschfick, wenn du das so willst! Und dann wir aus. Setzt ihr mich vorher an der Front ab? Ich will ukrainische Pimmel nutzen. Du musst nicht das bei mir gelernte bei den Ukrainern ausprobieren. Verbissen wir uns jetzt. Wir verbissen uns, aber du stehst doch auf diesen Scheiß da. Ich stehe voll auf Arschficken. Lass dich doch da! Totficken! Oh, oh, oh! Beruhige dich! Wir sollten nicht im Streit auseinandergehen. Ich kann gerne Videos aufnehmen, damit du dazu masturbierst. Zum Leben brauchen wir aber auch Geld. Dafür würde ich dann an mir anschaffen gehen. Ich meine, dafür führe ich Pornonutten-Hurensex-Krieg für Wladimir Putin. Du glücklich. Ja, genau. Ich bin glücklich und ihr bekommt dann immer ganz viel Geld von mir geschickt. Ich bin ein so talentierter Sexsoldat. Ich kann gut Eier lutschen. Ich kann den Ukrainern beim Schwanz lutschen ja den Pimmel auch abbeißen. Ich würde sogar cosplayen als Hase. Alles für euch. Geh du in den Sexkrieg? Wir wandern aus nach Deutschland. Gute Idee, weil da gibt's Bürgergeld, Sozialgeld, Hartz-IV-Wohngeld, Krankengeld. Alles in eure Ärsche gesteckt. Du lässt dir dein anderes Zeug in den Arsch stecken. Da freue ich mich jetzt total drauf. Das ist so wie das Paradies da für mich. Nur wenn die Tochter zustimmt. Gut, nur seinen oder? Spaß haben. Aber eines musst du mir versprechen. Einen toten Ukrainer bringst du mir mindestens mit. Ja, vielleicht auch zwei oder drei.